Boah. Scheiße, ihr seht, hier läuft alles nicht immer so, wie es laufen sollte. Ich will heute eine Questbar wieder machen. Schon länger her. Aber ich habe einfach mal auf meine FDD-Beta-Datei geschaut und gemerkt, oh, mit dem Protein kommt es nicht ganz hin. Also mache ich mir jetzt noch ein. Ich werde so auf dieses fruchtige, diesmal auf die fruchtige Basis machen. Das heißt, ich werde hier dieses Swimmingpool nehmen, Whey. Das schmeckt aber nach Pina Colada, so nach Ananas, Kokos, so milchig. Und ja, das wird ein extremer Low-Fat-Riegel. Ich glaube, gerade 2 kann man jetzt haben. Hier haben wir dann der Hauptbestandteil, Wheat Hub Fiber. Das ist das, was es so ausmacht, die Konsistenz. Steht hier noch High Fiber, also richtig extrem viel Ballaststoffe drin. Ja, und als irgendwas muss ich ja noch dazu nehmen, dann nehme ich hier Trockenfrüchte. Ich nehme hier Mango Fancy, habt ihr ja auch schon gesehen. Das werde ich jetzt hier ganz kleine Würfel schneiden oder in Stücke. Und oh, ja, eben dachte ich, die Kamera läuft gar nicht. Und Lava und Lava. Okay, ich bereite alles vor und dann geht's, sehen wir uns. Zölle. Ich haue so circa, ich schätze mal so 40 Gramm rein, das ist extrem hochviskos. So, das sind jetzt 30. So, 40 Gramm jetzt kurz in die Mikrowelle. So, gut, also ich habe es jetzt vielleicht 30 Sekunden drin gehabt. So, jetzt haue ich hier 30 Gramm rein. Jo. Und diese Stückchen. Mehr braucht ihr nicht an Zutaten. So, ich verrühre das jetzt. Ihr seht, es gibt hier so eine Masse und ja, das ist der kleine Nebeneffekt von diesem Whey. Das wird dann so grünlich, so wie dieser Cocktail, wenn ihr Wasser dazu gebt. Ich habe einen minimalen Schluck Wasser dazu gegeben. Minimal, ja. Das könnt ihr dann mit den Händen zu einem Bar, also zu einem Riegel formen. Ich nehme hier meist diese Silikonform. Passt das nämlich schön ins Eck. Ja, die verwende ich ja immer für die Questbars. Die habe ich selbst in einem Video gesehen. Kann ich mal hier unten verlinken. Das ist so eine Silikonform. Seht ihr, ihr könnt es hier jetzt selbst formen. Ja, und dann kommt es einfach nur noch in den Kühlschrank. Ich werde es aber dünner machen. Das ist auch ideal, wenn ihr eine Definition seid, sage ich jetzt mal. Mango 20 Gramm, Whey 30 Gramm, Vita Fiber habe ich jetzt nur 40 genommen. Ich zeige euch mal die Makros. Das sind gerade 240 Kalorien, 19 Gramm Kohlenhydrate, 24 Gramm Eiweiß. Und nur 2 Gramm Fett. Zack. So sieht das Ganze aus. Sau cool. Ich muss gerade wegen der Farbe lachen. Ich trinke ja, ihr wisst ja, ich trinke kein Whey. Ich habe es halt immer im Post-Workout und durch diese Bärenfrüchte kriege ich das so, also merkt man das nicht mit der Farbe, aber jetzt hier, wo ich den Riegel mache, zu arg. Ich tue es jetzt in den Kühlschrank und dann sehen wir wahrscheinlich, wir sehen uns heute Abend bei der Auflösung, weil ich gehe ja noch in die Schule und hau mir das dann danach ein. So, jetzt habe ich das Teil. Es pappt jetzt wahrscheinlich hier noch fest. Ja. Hier ist jetzt der grüne Questbar. Den muss ich eigentlich mitnehmen in die Schule, aber. Es kann so einfach sein,
Klar, man braucht halt dieses Sweeter Fiber. Schmeckt geil. Kommt dieser Pina Colada Mix raus und diese Mangostückchen. Kommt richtig gut. Muss ja aufpassen, sonst kommen wieder ein paar Kommentare. Ich schmatz nicht vor der Kamera. Wow. Dieses Whey kennt ihr ja, das hat ja so einen sahnigen Kokos, Ananas, so wie Pina Colada, wie der Cocktail. Und dann diese Mangostückchen. Das Geile ist, ihr könnt alles mögliche an Whey nehmen, ihr müsst ja nicht das Whey nehmen, ihr könnt jedes mögliche an Whey nehmen und könnt ihr alles reintun. Ich werde mir alles mögliche, das sind die gesündeste Riegel wahrscheinlich, die es gibt. Ja, ballaststoffreich, extrem durch das Sweeter Fiber. Dann diese Mangostückchen, Low Fat, ihr könnt Rosinen nehmen, ihr könnt Goji-Beeren nehmen, ihr könnt alles an Trockenfrüchten nehmen, mit reinmixen. Ich habe es ja auch mit Oreo schon gemacht, ich werde es auch mal mit Kinderschokolade machen, genau, weil die Menge macht ja das Gift. Wenn ich so einen halben Riegel nehme und das dann in der Mikrowelle mit verschmilzen lasse, oh ja, das werde ich schon nicht so machen. Also Leute, wenn es euch gefallen hat,